unglaublich viel Schaden unser Topf macht, ne? Ist ein bisschen mehr Platz für uns. Okay.
ein bisschen auf der Bahn. Da hinten noch eine Tür. Achso, die kommen wir nicht rein. Wahrscheinlich oben einfach auf der anderen Seite runtergelassen. Die kommen wir auch nicht rein. Hier auf der Seite auch nicht. Okay, dann auf der anderen Seite hoch und dann irgendwo hinten wieder runter, gehe ich von aus. Aber ich habe die Truhe noch mitgenommen, sehr gut. Du nicht. Der Mage lebt halt wirklich noch, ne? Immer Mage. Später. Hände. Kannst du gehen? Hier raus sicher. Halt still! Phönix. Du bist der Dominus des Feuers? Ich sehe nichts weiter als ein flackerndes Licht. Kannst du vergessen? Ah!
Oh no. Oh! Die Anhänger wird nicht so ein Glück haben, glaube ich. Da sind wir noch drauf. Sorry. Ach so, es bleibt doch einfach gespalten. Alles klar. Wohin? Hallo, Barnabas. Du. Was hast du mit Joshua gemacht? Phönix? Oh, er wird bestimmt überleben. Das Bewusstsein, das ihr um eure Seelen gesponnen habt, scheint sich in seiner Verzweiflung verstrickt zu haben. Also leiht sich mein Herr die Kraft meiner Klinge. Die Welt wird bald in Schwärze getaucht werden. Und alles Leben im Kuss des Todes seine Bestimmung finden. Deshalb werden wir die Ursache bekämpfen. Wir werden sie zerstören, die letzten Mutterkristalle, und rücken die Welt wieder ins Lot. Komm, denkst du wirklich, es wäre so einfach? Die Fäule ist unabwendbar. Nicht einmal der Allmächtige kann ihrem Vormarsch Einhalt gebieten. Deine Mühen sind zum Scheitern verurteilt. Sie führen zu nichts, außer Leid. Du musst die Wahrheit endlich erkennen, Mythos. Die Rolle erfüllen, die er dir gab. Niemals. Solange ich entscheide, wähle ich die Hoffnung. Und wieder führt dich dein blinder Wille vom Weg ab. Doch nun führe ich dir die Unausweichlichkeit deines göttlichen Schicksals vor Augen. Ob du willst oder nicht. Lauf so weit, wie du kannst. Clive, nicht! Vertrau mir, Jill. Na dann. Wir müssen das nicht tun. Oh, das müssen wir. Alter. Es gilt, dich an deine Pflicht zu erinnern. Ich gerade. Alter, bin ich denn gerade von innen? Verteidige dich! Du hast dich wirklich rasant entwickelt. Ich bin beeindruckt. Doch als sein Leib bist du für meinen Herren leider noch immer zu schwach.
eine feurige Inbrunst. Und wofür? Wegen der Fäule? Das war die törichte Verwendung eines törichten Mannes. Du fragst es. Du weißt nichts über diese Welt und unseren Platz darin. Wenn jeder über sein Schicksal bestimmen könnte, wären wir alle Götter. Ja. Ich habe genug gesehen. Weil so viel unverläuft, bedarf es wohl anderer Mittel der Überzeugung. Daneben. Erhebe dich, Mythos. Schaden habe. So schnell auf. Aber ich glaube, das ist nicht machbar gewesen, oder? So weit kommt man nicht rein. Au! Wir sind in den alten Klamotten. Siehst du es nicht? Dein eiserner Wille ist Ballast. Er hindert dich daran, deinen Zweck zu erfüllen. Und was ist mein Zweck? Mythos. Wer sind wir? Was sind die Domini? Den Atem des Schöpfers noch warm auf unseren Lippen, tragen wir sein Licht und geleiten die Massen in seinem Namen. Wir sind mächtige Taten Gottes. Wir sind mehr als das. Du wärst nichts ohne das, was er dir gewährt hat. Die Kraft in uns ist die seine. Und jedes Mal, wenn wir sie nutzen, zehrt sie an unserer Substanz. Sie verschleißt uns, zerreißt uns, damit ihr makelloses Antlitz sich zeigen kann. Die Esper. Zu viel Macht, selbst für seine Auserwählten. Aber nicht für dich, Mythos. Du gebietest über die Macht vieler, doch dein Körper hält ihrem wilden Tosen stand. Sag, was willst du? Du sollst wissen, dass wir die Domini nur niedere Werkzeuge sind. Wir wurden für dich erschaffen, auf dass du aus unserem Sein schöpfen und deine göttliche Bestimmung erfüllen würdest. Die wäre... zu wachsen, zu verschlingen. In deinem Kerker des Stolzes hast du deine wahre Pflicht vergessen. Solange du dich ihr bewusst widersetzt, wirst du mir nicht einmal einen Kratzer zufügen. Doch es mag dir Trost spenden, dass du in deiner Not nicht allein bist. Die Ketten des Willens fesseln die ganze Menschheit. Dennoch gibt es Grund zur Freude. Denn in seiner unendlichen Gnade erbarmt sich der Herr seiner fehlerhaften Schöpfungen. Er wird sie wieder zurück in ihre alte Form weisen. Und wie genau sieht die aus? Nun, treue Diener Gottes,
Nein. Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, der unser Eins seit langer Zeit schon so plagt. Sie sind rein. Sie sind göttlich. Wir alle sollen akasisch werden. Ganz recht, Mythos. Wie einst. Zu lange schon führt der ungestüme Wille die Menschheit in die Irre. Es ist Zeit, zu ruhiger Gleichheit zurückzukehren. Auf dass sie abermals zur Erlösung findet. Erlösung? Und alles aufgeben, was uns lieb ist? Behalt deine Erlösung. Wir retten uns selbst. Und wir folgen unseren Regeln. Nicht deinen. Oder deines Gottes. Mit jeder trotzigen Bekundung eures Willens ziehen sich eure Ketten enger zusammen. Doch vielleicht kann ich diese Tatsache nutzen. Je stärker du dich an die letzten Domini bindest, desto größer wird dein Hunger werden, bis er dich zur einzigen Antwort zurückführt, die je existiert hat. Auf einem anderen Weg, als ihn der Herr vorsah, aber dennoch zurück. Ashra ist nicht weit. Mit Shivas Hilfe... Schaffst du das noch? Hoffentlich. Ich versuch's. Schau nicht zurück! Live-Beziehungen. Achso, weil ich gegen ihn verloren habe. Das Lichtstern, seine blutige Haut mit dem Stern. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann man gar nicht rauskriegen, oder? Schattenköstliches Ashra. Also ich meine, man kann ihn wahrscheinlich besiegen, aber ich... Ich mache mir trotzdem Sorgen. Die Enterprise war weit genug weg. Sie haben es geschafft. Und wenn sie dem Eis folgen, finden sie uns. Morgen werden sie hier sein. Es ist schon das zweite Mal, dass Barnabas mich besiegt hat. Ich komme nicht gegen ihn an. Es mag sein, dass dir wirklich keine andere Wahl bleibt, als dich seinem Herrn hinzugeben. Nur wirst du das nicht tun. Der Clive, den ich kenne, wird das nicht tun. Du glaubst also, mich wirklich zu kennen. Wenn Barnabas nicht gelogen hat, ich mehr Monster als Mensch. Und jedes Mal, wenn ich die Flammen in mir beschwöre, verbrenne ich etwas. Etwas, das mich ausmacht. Tust du das? Wofür hast du deine Kraft bis jetzt genutzt? Du hast Menschen geholfen. Es ist doch egal, wie oder von wem du sie erhalten hast. Es zählt, wie du entscheidest, sie einzusetzen. Und du hast entschieden, sie für Gutes zu nutzen. Ich habe mit ihr auch getötet. Tja. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Alles, wozu ich gut bin.
ist immer noch der, mit dem ich aufgewachsen bin. Immer darauf bedacht, alle um dich herum zu beschützen. Und doch immer so allein. Weil dir nicht klar war, dass einer von ihnen schon immer der Verletzlichste war. Du, Clive. Du. Du hast dir nie die Zeit genommen, dich selbst zu beschützen. Mich selbst. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät dafür. Solange du es auch selbst willst. Du kämpfst, um zu überleben. Und das tust du, um die zu beschützen, die du liebst. So kannte ich dich. Und so bist du immer noch. Ich weiß, dass das so bleiben wird. Also werde ich dir helfen. Und alles dafür tun, um uns zu schützen. Jill. Heißt das du? Wenn es das ist, was du willst, dann... Zögere nicht, Clive. Tu es. Okay, wir bekommen Shiva. Nur wird dann die ganze Last allein auf dich fallen. Aber ich bin nicht allein. Diese Bürden, die ich trage, meine Sünden, mein Schmerz, meine Trauer, sie sind alle auch ein Teil von mir. Weiter vorangehen, um all die zu beschützen, die ich liebe. Und dafür auch deine Bürden zu schultern, ist keine Last für mich. Clive. Das verspreche ich dir, Jill. Wir werden einen Weg finden, diesem Schicksal zu entkommen. Zu retten. Irgendwann werden wir wieder zum Mond sehen. Du und ich. Und ich verspreche dir, Clive. Ich halte zu dir. Selbst wenn du dich aufgeben musst. Ich weiß. Dass ein einziges Lächeln mich so erfüllen kann. Okay. Und fade out. Okay.
Eine sehr schöne Szene. Sehr gut inszeniert. Mir ist nicht aufgefallen, dass das Schwert so ein zweizackiges Ding hat unten. Na da. Was ist mit Barnabas? Wollen wir ihm nachfahren? Nein. Unsere Wege kreuzen sich früh genug. Ob wir wollen oder nicht. Wahrscheinlich schon, ja. Außerdem haben wir vorher noch etwas zu erledigen. Natürlich. Drachengrat. Der letzte Mutterkristall. Die Einherjahr liegt auf dem Meeresgrund. Valut wird es nicht wagen, in Sturm einzurücken. Doch sie wissen, dass wir kommen. Ein neuer Plan. Das brauchen wir jetzt. Dann sollten wir nach Hause gehen und einen schmieden. Ashra muss warten. Mhm. Spur, Trophäe. Okay. Dann auch ins Versteck. Sagt, Odin hätte das Meer in zwei gespalten. Sie erzählt ja gern mal wilde Geschichten. Leider war. Aber das hier ist wilder als wild. Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben. Ist dein Onkel nicht bei dir? Er ist noch auf der Enterprise. Der Kampf gegen die Einherjahr hat dem Schiff ganz schön zugesetzt. Und er kennt einen Schiffbauer in Randela. Wir treffen uns dort und segeln dann nach Ashra. Ist das dein Ernst? Soweit ich weiß, tummeln sich da immer noch die Akasischen. Das ist doch jetzt überall so. Ultimas Fluch greift um sich. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben das Versteck so gut wie möglich verstärkt. Aber die paar Bretter werden wohl kaum reichen. Egal. Wir bleiben dran. Vielleicht hilft es ja doch. Hoffen wir es. Die Überfahrt. Okay. Die Macht des Eises. Clive hat sich ein Stück der Essenz Shivas einverleibt. Okay, das Shiva könnte eine gute zweite Esper sein. Wenn Taya mich lässt. Warte, nee. Das macht mehr Plus. Ah, oh, noch mehr Plus. Oh Gott im Himmel. Oh, noch ein Apostel, auch noch eine Sidequest. Okay, warte mal. So, Shiva einverleibt. Auch reif. Okay. Oha. Mhm. Oh.
Der Frostschleier. Ich glaube, ich werde Shiva tatsächlich jetzt dann als zweites, nee, als drittes nehmen und dafür Dingens rauskanten. Wir nehmen mal das hier schon mal noch mit. Jetzt kriegst du halt ab. Glacial. Okay. Got it. Okay. Stopp. Sollte ich Shiva auch ausrüsten? Esper und Ausrüstung. Wir nehmen Ammo raus, packen Shiva rein. Und nehmen Glacial und den Eiszauber halt mit. Quatsch, nicht den Eiszauber, Diamantenstaub, so. Ja, ich denke, das ist okay. Glacial macht halt viel Schaden, hat wenig Rüstungsbreak, was aber okay ist. Von daher alles gut. Okay, wir haben also auch anscheinend außerhalb der Karte. Ja. Arthas Rast hat wieder eins. Nordstedt. Oklad. Ach du Scheiße. Die Dalimischenka und Tabor auch. Ach du Heiliger. Okay, wir haben unendlich viele Sidequests. Die werden wir uns aber alle in der nächsten Aufnahme angucken. Dahin. Oder rein. Ciao, ciao.